Hallo zusammen und damit herzlich willkommen bei meiner letzten Einzelaufnahme hier auf dem Kanal von dieser Saison. Und ich wollte nur mal gerade sagen, dass hier in der Aufnahme habe ich was reingeschnitten vom Doppel. Man sieht es nicht so gut, weil es ziemlich weit weg ist und aus dem Livestream. Aber mich hätte mal gerne interessiert, ob ihr jemals so einen Ball in einem offiziellen Spiel oder vielleicht auch im Training mal gespielt habt, weil wir waren im vierten Satz im Doppel 5 zu 10 hinten, also ja, hatten eigentlich gar keine Chance mehr. Und ja, dann habe ich mal gedacht, okay, ich mache mal irgendwas, ja, irgendwas, was gerade so durch meinen Kopf ging, und dann habe ich einfach mal den Schläger gedreht, aber wirklich gedreht, ja. Und schade, dass das hätte ich mal richtig gerne in einer guten Qualität gehabt. Und könnt gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr von dem Ball haltet. Auf jeden Fall haben wir damit einen Punkt gemacht und haben aber nachher das Doppel verloren. Ich wünsche euch jetzt ganz viel Spaß bei meinem letzten Einzel. Material, was ich spiele, ist Firestarter Holz von Sauer und Tröger auf der Rückhand. Die Kurznoppe Spectrol S1 in 1,3 mm und der K3 müsste in 2,0 sein. Den muss ich mir aber mal in Max drauf machen, damit der ein bisschen schwerer auch ist, der Schläger. Und da fehlt mir so ein bisschen Gewicht, muss ich sagen. Ja, alles klar. Das war es soweit von mir und jetzt viel Spaß bei meinem Einzel nach diesem unglaublich gespielten Ball aus dem Doppel. Kannst
Come on.